Dumm, zang, dumm. Achso, ich hab. Das ist auch eine TNT-Kiste. Okay, irgendwo waren hier vielleicht Gitterkisten. Oder kommen die noch? Stirb. Ah, ich sehe ja da unten, ob ich jetzt die Kiste da vergessen habe oder nicht. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus bisher. Jo. Ich habe alle Kisten. Sehr schön. Ich hoffe mal, alle Level sind so benutzerfreundlich. Ich bin zwar einmal gestorben, aber war halb so wild, weil der Checkpoint direkt davor war. Und so viele Äpfel. Ja, hör auf zu frieren. Ja, komm, richtig, aber dann ist hier wieder warm. Sehr schön. Und wir haben schon 10 Leben. Mal gucken. Soll ich es versuchen? Nein, ich traue mich nicht. Ich glaube, ich habe das schon mal krampfhaft versucht, da irgendwie hinzukommen. Aber im Endeffekt hat es nichts mit dem Mammut zu tun gehabt. Na ja, komm. Machen wir erstmal weiter. Ja, ja, komm. Ich brauche die Äpfel nicht. Die Steuerung ist gerade ein bisschen schwammig, merke ich gerade. Ja. Ist aber halb so wild. Gut, ich glaube, auf jeden Fall muss ich irgendwas doch da an der einen Stelle machen. Aber ich glaube, das hat ja nichts mit Mammut zu tun. Boah, jetzt ist ja auch noch Eis, ey. Oh, ich habe doch alle Kisten. Wunderschön. Das freut mich. Kristall, Edelstein war ich natürlich. So, direkt 2 von 3 Sachen geholt in diesem Level. Und ich werde bei den normalen Leveln, werde ich jetzt erstmal die Ladepause rausschneiden. Also, bis gleich. Okay, ich habe gedacht, da kommt jetzt jemand, der uns voll labert. Ich wollte nur sagen, in den normalen Leveln werde ich die Zeitrelikte auch erst holen, wie im dritten Teil, wenn ich die Rennfunktion habe. Und hier kommt schon ein neues Level, das ist in diesem Teil, also eine neue Art von Level, die in diesem Teil neu ist. Okay, ich habe mich einfach mal getäuscht, gut. Was? Okay, oh, was? Ich sehe irgendwie nicht viel. Auf jeden Fall hier wieder so ein Fluglevel, muss ich hier diese Dinger abknallen. Mit Feuerbällen oder so, keine Ahnung was es ist. Wo mit brennenden Wumperfrüchten. Und da fährt draußen ein LKW lang. Und ich bin gleich tot, sehe ich gerade. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ja, gut. Stirb! Sehr gut. Ich habe auch richtig Bock auf das Spiel, weil habe ich noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Einfach mal wieder sowas, sowas unkompliziertes spielen. Ich meine, vielleicht fällt es aber auch nicht kompliziert, aber es hat da immer so lange gedauert, bis man irgendwas Produktives getan hat. Ah, okay, ich kann mich auch drehen mit R2, sehe ich gerade. Mit L2 nach links, und dann mache ich mit R1. Nichts. Sehr gut. Mag es nicht zu machen. Spielen, okay. Das ist ja benutzerfreundlich. Ah, oh. Du hörst mir. Stirb! Wie hier? Ich habe gerade schon wieder irgendwas vergessen zu sagen. Ach, scheiß drauf. Vor der Ladepause habe ich irgendwas angefangen. Und ich habe aber vergessen, wie es weiterging. Verdammt. So, ich fehlen mir noch 6 Stück. Okay, aber ich muss nur noch eins unten finden. Dann seht ihr unten rechts. Okay, da ist schon mal eine Kiste. Da ist die zweite Kiste. Und dahin ist das Ding, was ich machen muss. Es ist gerade super im Spiegel, das ist jetzt natürlich unpraktisch. Und ich sehe die Kisten nicht. Arr. Ah, okay, da ist noch eine. Da, ach du Scheiße, da hinten ist auch noch eine. Aber hier war auch noch eine. Genau. Ach, gucken wir mal. Stirb! So, jetzt fehlt mir noch irgendwo eine. Ja, super, ey. Am ganz anderen Ende der Welt. Ja. Und ich habe hier alle Kisten Edelstein-Kacke erhalten. Wieso kann ich nicht nach oben ziehen? Das ist doof. Jetzt darf ich wieder. Gut. Jetzt nicht mehr. Sehr gut, geschafft. Das war mal ein kurzes Level. Ich glaube, die Ladepause war länger als das Level. Denn jetzt kommt noch eine. Ba-bum, ba-bum, 2 Sachen mehr. Und wie lange haben wir jetzt? Guck, wir haben schon 4%. Das Spiel ist ein bisschen merkwürdig programmiert von den Prozenten her. Also es gibt ja auch mehr als 100%, aber ja, das ist halt nichts mit Geheimnissen oder so, sondern das ist einfach irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Du willst also ein Stück von mir, Bandicoot, ja? Ha, Waschlappen! Oder warum es so ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist es so. Und was ich noch sagen wollte, deswegen gehe ich noch kurz in diese Ladepause rein. Ich muss hier zum Glück, soweit ich es beurteilen kann, keine Goldrelikte holen, dass ich alles habe. Nicht so wie im dritten Teil, was ja echt teilweise eine Tortur war. Deswegen werde ich es wahrscheinlich auch nicht tun.
Das heißt wahrscheinlich nicht. Ich werde es nicht tun. Und, ja. Das wäre es eigentlich schon. Aber ich glaube, die Ladepause ist gleich sowieso vorbei. Deswegen, ja, wunderbar. Genau, das ist jetzt eine neue Art vom Level. Und zwar sind wir in so einer lustigen Murmel drin und, können uns bewegen. Die machen eigentlich ziemlich Bock. Aber es ist halt recht schwer teilweise, das Ding zu kontrollieren. Bei euch. Nee. Ah, Aufzug. Genau so, das war das. So. Okay, da war ein Leben. Das habe ich jetzt einfach mal missachtet. Ja. Okay. Da gibt es teilweise echt auch böse Level mit dieser Kugel. Aber mir macht es eigentlich Bock. Man muss man hier nicht springen und so und sich nicht drehen. Man muss einfach nur steuern. Man kann die Level praktisch mit einer Hand lösen. Ich hoffe mal, ich kriege gerade alle Kisten, weil ich sehe wirklich nicht unbedingt viel. Uah, wegen der scheiß Spiegelung. Ich weiß, ich könnte mein Fenster zumachen und die Rollos runter machen, aber... Nö, da habe ich gerade keine Lust drauf. So. Ah, komm, nimm die auch mit. Danke. Danke. Okay, Nightwolf-Kisten gibt es hier. Die sind halt gefährlich, diesen Leveln. Und es gibt später auch noch Gegner, die uns auch kaputt machen können. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob in diesem Level schon, weiß ich nicht. Es ist halt noch hier dieser Kennenlernen-Warp-Room, wo noch alles recht leicht ist. War da noch was? Ah, ich sehe es einfach nicht. Es ist bei mir einfach nur schwarz. Oder farbig. Nicht, dass mich jetzt jemand für rechtsradikal hält. Okay, jetzt kann ich nach links oder nach rechts gehen. Ich glaube, nach rechts geht's weiter, deswegen gehe ich nach links. Jo. Vorsichtig, sehr gut. Dafür. Ja, jetzt bin ich nicht mehr vorsichtig. So. Okay, da geht's auch noch. Ah, nee, ich kann da noch oben fahren, da erwarten mich, glaube ich, einfach nur Kisten, wenn ich mich recht erinnere. So ein bisschen Erinnerung habe ich noch an das Spiel. Ja, so ein bisschen wie Marvel Madness, finde ich. Aber nur ganz, ganz wenig. Marvel Madness ist eines der ersten Spiele, ja, die ich gespielt habe. Auf Amiga damals. Das war ein Spiel, ey. Meine Fresse. So pseudo-dreidimensional. War ziemlich cool. Und das war übrigens mein, also hier dieser Crash-Teil, war übrigens mein erstes PlayStation 2-Spiel. Was ich wovon ich der Eigentümer bin. Okay, fehlt noch. Okay, ich hab schon über die Hälfte der Kisten, das ist schön. Und wenn man noch die Nitro-Kisten abzieht, müsste das Level bald zu Ende sein. Ah, da habe ich eine Kiste übersehen. Das ist auch super ärgerlich, wenn ich jetzt am Ende des Levels bin und sehe, dass ich eine Kiste übersehen habe aufgrund meiner Spiegel. Das finde ich nicht toll. Okay, Bonbon. Hier noch was? Nö. Gut. Ich hab jetzt schon... Oh, 19 Leben habe ich schon. Boah. Aber das hatte ich schon mal beim Durchspielen und ja, da war eine Sache, die mich da ganz schön abgefuckt hat. Ja, komm, geh da hoch, verdammte Mann. Oh! Komm wieder durch. Stopp. Stopp. Okay, immer noch mehr Grün. Hä? Ist da was? Ich sehe nichts. Bin ich dumm? Ach, guck mal, da kann man noch weiter. Da ist noch mehr Grün. Ganz viel Grün. Ich glaube, ich hätte hier erst diese grüne Nitro-Kiste kaputt machen sollen. Also diese grüne Ausrufe. Nö. Fick dich. Ah! Ui, das war knapp. Scheiß Spiegelung, ey. Jetzt wäre ich fast in mein Verderben gerollt. So, okay. Machen wir so. Ach, das war ein Checkpoint. So kann ich jetzt schon das Level des Endes, ja. Das Ende des Levels betreten. Ich verstehe es gerade nicht. Oder gibt es da zwei Wege? Ach, ich bin jetzt schon überfordert. Jetzt bekomme ich auch noch Hunger, super. Bumm. Bumm, bumm. Okay. Aus? Eine Ki... Ein... Was? Och nö. Ist jetzt ein Scherz, oder? Ich möchte... Nee, jetzt doch... Nee. Ich will nicht nochmal das... Boah, fuck it, ey. Okay, ich muss die eine Kiste eben suchen. Weil ich keinen Bock habe, das ganze Level von neu zu machen. Wahrscheinlich war es direkt die erste Kiste, die ich übersehen habe. Ihr haltet mich jetzt wahrscheinlich für schlecht oder so. Ah, nee, guck mal, da ist sie ja. Sehr schön. Aber ich sehe hier wirklich super wenig. Also, ihr kennt es ja bestimmt, wenn irgendwie die Sonne auf euer Fernsehen strahlt und dann so eine Spiegelung ist. Ich habe zwar einen LCD-Fernseher, wie ich schon mal in anderen Spielen erwähnt habe, aber es ist zwar keine direkte Spiegelung, aber es ist so, das Licht, das fällt so ganz unpraktisch da drauf, dass alles hell wirkt. Alle dunklen Sachen sehe ich nicht, sobald es ein bisschen dunkel ist.
Ist so. Und bis gleich. Ich sehe gerade, es ist eine Ladepause. Ich habe die total vergessen. So, und Level Nummer 3 ist geschafft. Sehr gut. Wir kommen gleich schon zum ersten Endgegner. Er geht ja relativ fix. Das Problem ist nur, ich glaube, dass... ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, dass Aufnahmen und Ladepausen in einem ungleichen Verhältnis zueinander stehen. Also, dass 40% Ladepausen sind und 60% Aufnahme. Das ist irgendwie traurig. Och nö, ajo, scheiße. Ah, okay, das ist ein Schlosslevel. Gut, das sind ja eigentlich nicht so schlimm, aber es ist super dunkel und, ja, ich habe gerade schon von Dunkelheit gesprochen, dass ich das nicht so gut sehe. Die Kisten links habe ich jetzt auch gerade im letzten Moment gesehen. Ich wäre jetzt einfach weiter nach geradeaus gegangen. Stirb! Boah, Zauberer. Fick dich, fick dich, fick dich. Oh, beim dritten Mal klappt's. Geht doch. Och, du Scheiße, ey. Ich glaube, ich kann es so nicht spielen. Verdammt. Aber ich versuch's, bis ich das erstmal sterbe. Nein, ich hab gesehen, ne? Ist jetzt auch tot und... Stirb! Was? Hä? Warum hat er mich jetzt getroffen? Fick dich! Okay, erster Checkpoint. Wunderbar. Boah, ich sehe nichts, ey. Och, nö. Das ist für mich so ein Verfolgerkack. Ich glaube, ich mach gerade mal das Fenster zu und das Rollo runter. Ah, schon viel besser. So lässt sich arbeiten. Sehr gut. Jetzt sehe ich wenigstens was. Also sonst sehe ich, wenn das jetzt nicht unten wäre, dann würde ich nur ausgeleuchtete Bereiche sehen. Und das ist scheiße. Also richtig ausgeleuchtet, die auch hell dargestellt werden. Okay, da ist nichts. Sehr gut. Also auf Wumperfrüchte scheiße ich genauso wie in den letzten paar Teilen. Weil es mir einfach zu aufwendig ist, jeden Scheiß einzusammeln. Hier. Ja. Oh mein Gott, war das schlecht. Eieieiei. Ja, ist ja gut. Komm. Nochmal. Ja.